Moinsen Leute, willkommen zur 138. Folge von Hobby Goldwaschen und heute machen wir, wie sollte es anders sein, ja, dieses Paket hier, soll ich es Paket nennen, dieses eingeschnürte Ding hier, das hat mir der Harald mitgebracht, der war auf dem Weg zu seinem Reiseziel, auf dem Weg zum Urlaub, ist weit gefahren und hat mir das hier mitgebracht, also das ist, wenn ich das richtig erinnere, Konzentrat aus der Gegend von Leverkusen. Ja, und da gucken wir jetzt mal rein. Schau mal, was da drin ist. Mal sehen, ob ich das irgendwie so aufkriege. Ansonsten muss ich es wohl aufschneiden. Schauen wir mal. Ist schon witzig, dass ein Kunde zu mir kommt, um P-Dirt zu kaufen und dann gleich noch ein P-Dirt mitbringt. Also auf jeden Fall vielen Dank schon mal Harald für dieses Mitbringsel hier. Bin ja echt gespannt. Okay, es ist auf jeden Fall super gut verpackt. Und nass ist es auch noch, hier steht Wasser drin. Okay. Also dann wird das mit Durchsieben ja schon mal nix. Jedenfalls nicht auf die normale Art und Weise, wie ich das sonst immer mache. Dann werde ich das diesmal, nass sieben, oder? Ich denke mal, ich werde es mal nass sieben. Ich muss hier mal kurz umbauen und dann sieben wir das mal nass. Also es war auf jeden Fall schon mal super verpackt, oder? 1, 2, 3, 4, 5 Tüten. Nicht schlecht. So, jetzt war ja klar, ich habe zu viel Wasser reingemacht. Jetzt pitcher ich hier rum. Egal. So, das war das. Also, ich werde jetzt hier mal umbauen und dann werde ich mich auch gleich nochmal mit diesen Steinen hier beschäftigen. Ein bisschen drin rumpulen. Mal sehen, ob ich da irgendwas Interessantes drin entdecken kann. Ja, und wir sehen uns dann sonst gleich an der Waschstation wieder. Und ach ja, ihr seht es ja, also, obwohl ich das jetzt alles gesiebt und gemacht habe, ist das Wasser immer noch sauber. Also, das Substrat hier ist auf jeden Fall nicht schmutzig. So, ich baue eben um. So, jetzt habe ich eine Weile in den großen Steinen rumgepult. Ich habe jetzt nicht wirklich was Spektakuläres gefunden. Die hellen Steinchen hatte ich erstmal rausgepult. Das ist so, na, Quarzgestein eben halt. Nett anzusehen, aber jetzt nichts wirklich Weltbewegendes oder von Top-Qualität. Gut, ich werde jetzt, auch wenn natürlich die Hoffnungen mal wieder null sind, eigentlich, werde ich jetzt trotzdem die dicken Steine mal waschen und mal gucken, ob irgendwas mir dann noch ins Auge fällt oder ob irgendwas liegen bleibt. Ne? Ja gut, die paar Steine, die jetzt hier noch drinnen liegen, sind alle dieses, mehr oder weniger dieses, wie heißt das Zeug noch, Roteisenerz. Das ist halt ein relativ schwerer Stein. Ja, ich meine, war natürlich jetzt kein Gold drinne. Aber, wenn man es nicht versucht, es kann einem ja mal das Glück hold sein. Man weiß es ja nicht, ja. Also ich meine, es ist ja jetzt noch nicht allzu lange her, als da mal dieser ältere Herr in der Katze dieses dicke fette Nugget gefunden hat beim Spazierengehen. Ja. Glück muss man haben. Okay, dann machen wir direkt mal mit der mittleren Siebung weiter. Ich habe hier eben gerade irgendwas Gelbes gesehen.
Ich habe keine Ahnung, ob Harald da irgendwas Gelbes reingeschmissen hat, was so groß ist, dass, oder ob das einfach nur jetzt auch irgendwie so ein gelber, platter Stein war. Wir werden es ja gleich erleben, Leute. Aber irgendwas habe ich da gerade schon gesehen. Da an der Seite blitzt es durch. Könnt ihr es sehen? Hier, was ist das? Hol es mal raus. Ist aber kein Gold, oder was? Das ist ein Rest Farbe. Oder irgendwie dergleichen. Also ich kann's. Sollte irgendwie ein Farbrest sein. Ist jetzt auch gleich zerbröselt. Also von hinten ist es irgendwie so bläulich. Ich tue es hier erstmal an den Rand. Ist auf jeden Fall nichts. Nichts Weltbewegendes. Ha, für eine Sekunde dachte ich ja gerade schon, ne? Hier war auf jeden Fall jetzt natürlich auch nichts drinne. Stand ja auch zu vermuten. Tja, wo ich hier gerade das Wasser auskippe, also dieses Gestein erinnert mich doch ein bisschen an das Gestein vom Rhein. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob der Rhein in der Nähe von Leverkusen vorbeifließt. Also es sieht auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zu dem feinen Zeug. Und da würde ich jetzt mal, ich weiß ja nicht, was mich da erwartet, erstmal entspannt mit so einem Löffelchen hier anfangen. Mal gucken, wie sich das verhält. Gudi, ich bin mal froh, dass ich nur einen Löffel genommen habe, weil es schaut so aus, als wäre hier ausreichend Schwarzsand drin. Okay, ich glaube, hier liegt schon ein kleiner Flitter und da auch und da auch. So Leute, ihr habt ja zugesehen, das war jetzt nur ein Löffel. Ich mache die Kamera aus und werde mich damit beschäftigen. Es wird sehr lange dauern, das weiß ich ja jetzt schon. Aber ihr habt ja gesehen, ich war schon in der Lage, ein paar kleine Mikroflitter rauszupulen. Bin ja mal gespannt, wie viele das nachher letztendlich werden. Also sofern nicht was Signifikantes ist, sehen wir uns dann gleich schon im Resümee. Und ansonsten mache ich natürlich die Kamera wieder an und zeige euch das dann. Einige 10.000 Jahre später... Willkommen in der Zusammenfassung und das hier ist der Schwarzsand, den ich rausgeholt habe. Und ihr könnt ja sehen, ich habe den schon getrennt. Hier in der rechten, kleineren Schale ist das Magnetit und in der linken ist das, was noch übrig geblieben ist, was jetzt der Schwarzsand darstellt. Aber eigentlich ist er gar nicht mehr so schwarz, sondern sieht mehr oder weniger aus wie normaler Sand. Gut, auf die linke Schale, da gucken wir gleich nochmal mit dem Mikroskop drauf. Aber hier ist das Gold. Ja, ich zoome mal ein bisschen ran. Mal gucken, ob man da überhaupt irgendwas erkennen kann. Ah, verschwimmt wieder. Also, naja gut, ich gehe da ja auch gleich nochmal mit dem Mikroskop drüber, aber so wirklich golden sieht das jetzt aktuell gar nicht mehr aus, Leute. Bin ja mal gespannt, was davon jetzt wirklich Gold ist oder nicht. Also, ich packe jetzt erstmal alles unter das Mikroskop. Wir gucken uns das mal an. Gut, dann werfen wir nochmal einen Blick auf den Schwarzsand.
Okay, das soll soweit gewesen sein. Ich habe nichts Spektakuläres entdeckt. Falls ihr irgendwas entdeckt habt beim Durchlauf, könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich hole den Schwarzsand da jetzt mal raus und dann tun wir mal das Gold drunter. Okay, also, wie man sehen kann, ist Gold dabei, aber wahrlich nicht alles ist Gold. Tja, ich will mal versuchen, auch wenn das wirklich super klein ist, ich will mal versuchen, das auseinander zu pinseln. Dazu muss ich allerdings mit dem Mikroskop ein Stückchen höher, insgesamt ein Stückchen höher, und ich hoffe, dass das dann funktioniert. Ich komme sonst nämlich mit dem Pinsel da nicht drunter. Ja, also ich muss ja sagen, das hätte ich jetzt nicht ganz so erwartet. Also das hier ist definitiv Gold. Ich gehe noch mal ein Stückchen dichter ran.
Da, definitiv Gold. Ah, und hier, okay. Sind auch noch Stückchen. Blöde ist, ich komme, wenn das so dicht da dran ist, mit dem Pinsel da nicht mehr drunter. Mein Bewegungsspielraum aber winzig. Ich kann überhaupt keinen Winkel knicken oder irgendwas. Wo muss ich denn hin? Da. Oh nein, was ist denn jetzt? Wieder weggesploinkt. Da. Oder was? Ja. Und schon Leute, die sind so klein. Ich kann mich hier fast in der Schale nicht sehen. Ich glaube auch, ich habe noch nie kleineres Gold zusammengepinselt. Schmerzen, das zusammen zu pinseln. We'll be right back.
So, das ist jetzt unser Gold und ein paar Steinchen. So sieht's aus. Und jetzt zeige ich euch das nochmal in echt, wie es in echt aussieht. So, also rechtsseitig ist der Abraum und linksseitig liegt das Gold. Na, vielleicht kriege ich es mal besser hin, ohne dass die Lampe blendet. Machen wir es mal andersrum. Na ja, gut so. Können wir uns vielleicht darauf einigen. So, und hier ist mein Finger so zum Vergleich. Ja, ist also nicht viel, aber wir haben Gold gefunden. Und dieses Gold, das werde ich jetzt noch in das Goldröhrchen reinpacken. Und ich sag schon mal wieder danke, dass ihr dabei wart, zugesehen habt, euch mein Gestammel reingezogen habt. Aber bevor ich jetzt gehe, wollte ich noch eine Sache gesagt haben. Und zwar, wir haben ja jetzt in den letzten drei Folgen jeweils immer Konzentrat vom Rhein gehabt. Also das Mitbringsel von Janine, das Mitbringsel von Harald, das sind authentische Dirts. Und das dann in der Mitte von The Mining Claim, ist ja auch Rhein, Sand, P-Dirt gewesen, aber allerdings ein gekauftes Produkt. Und die waren ja doch sehr unterschiedlich. Also Janines und das vom Harald hatten sehr viel Schwarzsand und natürlich Feingold drinne, aber auch das Feingold unterschied sich also doch vom The Mining Claim. Und außerdem war in The Mining Claim eben halt nicht die Menge Schwarzsand drin, worüber ich natürlich auch froh war. Aber das sind schon gravierende Unterschiede. Ja. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn wir hoffentlich wieder Gold finden werden. Bis dahin, Leute. Reingehauen.